Hallo liebe Freunde, da sind wir hier bei Super Funtime mit The Binding of Isaac und nach dem letzten super Hardcore-Fail mit Eve sind wir wieder da und probieren es einfach nochmal. Und für die Leute, die den letzten Part nicht gesehen haben, wir sind gestorben, glorreich und auf ziemlich peinliche Art, aber wir werden das Ding schon schaukeln, denn ich weiß jetzt, wie sich die nette Dame verhält und dass sie einfach ultra beschissen ist, denn nur zwei Health und sozusagen diese zwei Kack-Items, die eigentlich so gut wie nichts bringen und Speed-Boosts, finde ich alles beschissen, aber naja, da muss man durch. Aber zum Glück habe ich natürlich wieder meinen Kompagnon mit dabei, und zwar den Headless. Sag hallo. Ich wollte gerade schon sagen, ja, ich bin auch wieder dabei, ja, und ich lasse dich natürlich nicht im Stich, wenn du versuchst, deine Mutter zu töten. Ja, ich vergesse dich natürlich nicht, aber ich habe mich gerade so ein bisschen in die Wut reingesteigert, denn uns wurde nicht viel gegeben im letzten Run, also weder Geld noch Bomben noch, beziehungsweise Geld schon, aber keine Schlüssel, keine richtigen Damage Boosts. Was ist das für ein Raum? Das fängt ja schon als wundervoll man zuerst an. Denkt. Ja, dafür hat es halt 20.000 Herzen, das ist für Eve ja schon wundervoll. Was hat 20.000 Herzen? Du hattest etliche. Die acht waren Stück. Ja aber nie voll. Ich war immer am Rande des Sterbens. Aber ich hoffe, dass das diesmal ein bisschen besser läuft. Ja, garantiert. Schon mal ein Schlüssel, das ist schon mal ein guter Anfang. Versuch mal Bomben zu kriegen, weil in dem einen Raum war auch schon wieder so ein grauer Stein. Ja. Ich hasse es, wenig Schaden zu machen. Das ist wirklich das Nervigste überhaupt. Mit ein bisschen Glück kriegst du ja das ultimative Damage ab. Aber kann es auch sein, dass wir im letzten Run gar keinen Pakt mit dem Teufel schließen konnten? Das habe ich ein bisschen vermisst. Das stimmt, ja. Das hätte sich da fehlt natürlich Brimstone dann, noch, ja. Noch ein Schlüssel, sehr gut. Okay, da können wir noch ein grauer Stein. Und ein grauer Stein, also ein Special Stein. Mach's dir doch einfach. Geh erstmal unten zu dem und dann zu den oberen. Das kann man ganz einfach machen, ohne sich da so einen Haufen Stress machen zu müssen. Ja, vielleicht. Vielleicht. Oh. So viele Bomben. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Bomben machen will. Das letzte Mal hattest du 17 Stück. Ja. Und jetzt fehlen sie wieder. Dafür hast du aber Schlüssel. Ja. Das, was mir beim letzten Run gefehlt hat. Kriegst du jetzt vielleicht auch deine Damage-Ups. So. Vielleicht in diesem Kothäufchen. Plop. Was ist das? Speed und Damage, natürlich. Sehr gut. Das wollte ich. Das wollte ich. Ja, und dann bist du wieder zu schnell und jammerst rum. Ja, ja. Also, wie gesagt, ich halte es für einen gewissermaßen Nachteil, wenn man sich zu schnell bewegen kann, weil dann läufst du einfach in jede Scheiße rein. Und ich bin gerade nicht so wirklich zufrieden, dass ich keine Bomben bekommen habe. Aber egal, vielleicht gibt der Boss ja welche, je nachdem welcher Boss kommt. Glaube ich weniger. Gegen Larry Jr., den kennen wir ja schon aus allen vorhergegangenen Videos. Gibt es wieder im Doppelpack. Aber mit Steinen, das nervt ein bisschen. Da hatten wir das letzte Mal ein bisschen mehr Glück. Ja, der kommt aber meistens mit Steinen. Und vielen Kothäufchen. Ja, die macht er aber selbst. Sei froh, auch da ist manchmal was drin. Ja, stimmt. Theoretisch könnte ich jetzt versuchen, hier zu farmen mit den Kothäufchen. Weil ich glaube, diese Kothäufchen, die der Gegner spawnt, ich glaube nicht, dass die irgendwas geben. Doch, ich hatte da auch schon was, Echt? Aber selten, okay. Ja. Na, komm schon, komm schon. Jetzt komm doch mal hier. Nicht weglaufen. Komm zu mir, komm zu mir. Sehr gut. Nee, der mag dich nicht. Ich mag ihn auch nicht, aber ich kann mich mit ihm arrangieren. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Nicht so schön. Heal. Range up, okay. Könnte schlimmer sein, aber könnte wesentlich besser sein. Ja, ein paar Bomben wären schön gewesen. Ja. Nein, kein Toilettenpapier. Das sehen wir jetzt auch schon zum 10. Mal. Okay, das ist machbar. Ich mache jetzt mal die Kothäufchen hier weg, damit die mich nicht gleich ausblockieren, wenn ich im Kreis laufe. Ah, ich sehe, der eine schießt die ganze Zeit. Zwei sogar. Ja, das könnte nervig sein. Aber solange die noch gefangen sind, dann geht's ja noch. Ja, so schlimm sind die auch nicht.
Ja, aber trotzdem, wenn es zu viele sind, besonders bei diesen, ich sag mal, engen Gängen, also ist jetzt nicht super eng, aber... Ah, oben kommt einer. Nein, ach, da bin ich kurz hängen geblieben. Woran auch immer. Wie kann man da hängen bleiben? Nein, da kommt der Böse. An deinen eigenen Fingern hängen geblieben? Nee, irgendwie hier. Keine Ahnung, ich bin irgendwie gegen die Wand gelaufen, da war sicher irgendein magischer Pixel, der mich aufgehalten hat. Kann sein, dass du nur nach Ausreden suchst? Ja. Ah. Wie immer also. Jetzt geht doch mal bitte in die Schussreichweite, danke. Siehste? Genau, mach's wie dein Kollege, Und drop eine Pille. Unten da wird sicher was total Gutes drin sein. Oh, no. Oh nein! PDF! Ich habe vorhin gerade nur gelesen, dachte, okay, was passiert? Dann erst total spät die Bombe gesehen. Und dann erst auch spät gemerkt, dass ich die sozusagen lege. Ah, fuck. Im Bomberman-Mode war ich dann. Ja, beziehungsweise, das heißt auf, was auf Englisch, Explosive Diary, also der explosive Durchfall, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich sehr schön. Kennen wir alle. Fuck. Ja, da hätte ich nicht ausweichen können. Natürlich schießen die in dem Moment, wo ich in diesen Engpass bin. Und natürlich gibt es hier... Du hast auch eine Bombe, ne? Vergiss das egal. Nicht. Egal. Woher habe ich die Bombe her? Stimmt, die habe ich irgendwo aufgenommen. Aber ich warte erst. Vielleicht kann man die Bombe besser nutzen. Irgendwo. Für den Secret Room? Ja. Du musst ein bisschen verlassen. Ja. Ah, okay. Da krieg ich eine Torkarte. Du musst ein bisschen erzählen, während ich hier konzentriert spiele manchmal, weil ich will nicht riskieren, durch viel Laberei irgendwie wieder was kaputt zu spielen. Ja. Übrigens deine Tarotkarte Judgment, da kannst du so einen wunderbaren Bettler spawnen lassen. Ah, okay. Was extrem nützlich ist, nur du hast natürlich viel zu wenig Geld dafür. Ja. Das ändern wir mit dieser einen Münze. Ich hasse die Dinger. Ich hasse diesen Raum mit diesen Dingern zusammen. Aber ich merke schon jetzt, wie unendlich viel besser es ist, mehr Damage zu schießen. Das ist, glaube ich, das Beste. Also mehr Damage ist, glaube ich, das Wertvollste. Würde ich jetzt fast sagen. Mit Health zusammen. Ah, ich habe blaues Health verloren. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber okay. Die Viecher sind aber auch allgemein sehr nervig, besonders im späteren Verlauf dann. Ja. Die hätte ich nicht aktivieren sollen, aber... Läuft. Die aktivieren sich von selbst leider. Echt? Ich dachte immer, erst dann, wenn du sozusagen in deren Blickrichtung kommst, beziehungsweise in einer Line of Sight. Die riechen dich schon 10 Kilometer gegen den Wind. Okay. Und noch die wunderbaren Turbofliegen, die sich nochmal teilen und dich dann gleich doppelt nerven. Das ist leider immer nichts. Sehr schön, oben der Itemraum. Ja. Und wir hätten auch wieder mal zwei Positionen für den Secret Room. Entweder links neben dem Itemraum. Also ich könnte jetzt einfach hier... Ich mache jetzt einfach hier die Bombe hin, weil wir kriegen die ja sowieso wieder. Und vielleicht ist irgendwie in diesem Code-Häufchen irgendwas total Tolles. Ich wette nicht. Ich wette auch nicht, aber... Man weiß nie, man kann sich ja immer positiv überraschen lassen, aber nein. Lard, was ist Lard? HP, du bist ein bisschen wir langsamer haben zwei und, HP ja. dazu bekommen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, dafür bist du jetzt fett und langsamer. Langsamer, das ist ja ein totaler Vorteil. Okay, dass ich fett bin, ist jetzt ein bisschen minder attraktiv, aber naja. Ich finde super. So, willst du ein Glück versuchen mit dem Itemraum? Erstmal hier Health kassieren. Ja, mit dem Secret Room meine ich. Eigentlich ja. Will ich das wirklich? Ich überlege gerade, weil irgendwo gab es auch einen dunklen Stein. Ja, links. Wäre der. Ich probiere jetzt einfach mit dem Secret Room. Ich riskiere es einfach. Ja. War die falsche Entscheidung. Ja, war auf jeden Fall die falsche Entscheidung. Aber egal. Versus Duke of Lies. Den hatte ich auch noch nicht vorher. Das ist relativ einfach. Halt dich fern und er spuckt die ganze Zeit deine geliebten Fliegen raus. Ja, Fliegen finde ich okay. Wenn er Maden rausspucken würde, dann würde ich mich aufregen. Ah, okay, der macht dann auch irgendwie so einen Nieser, dass die irgendwie näher kommen. Natürlich wurde ich getroffen, aber egal. Ein bisschen zurückhalten, dann ziehst du nicht die Aggro von den Fliegen. Ja. Aber du machst ja eh relativ gut Damage und... Ich wollte gerade sagen, guck dir den Schaden an. Ich mache jetzt schon 10-fach mehr Schaden als beim letzten Run. Und da hatte ich auch schon ein paar Damage-Items aufgenommen. Ja, die sind auch unterschiedlich stark, muss man dazu sagen. So, bitte gib mir eine Bombe, gib mir keine Bombe, okay. Ein Teufelsraum hätten wir und nochmal ein Lebensab. Ah, sehr gut. Ich guck mal, was es gibt.
Da ist es Brimstone. Da ist es Brimstone. Ich glaube, ich will das. Ja, dann holst du dir. Das andere wäre dann, glaube ich, wäre nochmal ein normales Damage up. Das Brimstone war so gut im letzten Run. Das kann nicht verkehrt sein. Konnte ich noch irgendwas machen hier? Nein, ne? Nein. Stimmt. Dafür bräuchten wir eine Bombe. Sehr schön, so früh schon Brimstone zu haben, ist auf jeden Fall ein Vorteil. Auf jeden Fall. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich noch ein paar Health-Items bekomme. Und dann, dann läuft's auch. Ah, deine geliebten Maden. Und du rennst natürlich in die Fliege rein. War das jetzt wirklich notwendig? Ja, auf jeden Fall. Haha, nein! Konzentriere dich. Ja. Nur weil die irgendwas nach dir werfen, musst du es nicht unbedingt einsammeln. Ah, ein Nickel. Schon mal gut. Sehr gut. Ich könnte langsam dieses Judgment-Ding dann aktivieren. Ich gehe erstmal gucken, was es für ein Arena-Item gibt. Ein Health-Up. Das will ich, oder? Auf jeden Fall willst du das. Okay, die Dinger liebe ich, weil... Erst machen die Panik, weil ich denke, das sind die Bösen. Und dann freue ich mich total, dass es nur die Pussy... Guck dir das an, guck dir das an. Ja, Brimstone ist halt super. Unschlagbar. Okay. Das Problem ist, ich komme wirklich nicht auf die Charge-Zeit manchmal klar. Also ich denke, okay, ist auf jeden Fall gecharged, aber... Ja, komm schon. Dann lasse ich los, dann passiert nichts und dann kassiere ich einen Treffer. Und einen Schlüssel. Das wird ja immer besser. Ja, zwar keine Bombe, aber immerhin... Jetzt braucht man wieder Bomben. Ein Bettler, ich freue mich. Ja, probier es einfach mal. Ja, ich werde jetzt super viel Glück haben. Ich rieche es. Ich nicht. Ich sag, du hast Pech. Bomben, Bomben, sehr schön. Verdammt. Hat sich jetzt schon gelohnt. Irgendwie eine Tarotkarte. The World, was macht The World? Spontan geraten, ja, das deckt die komplette Map auf mit allen Special Rooms und so weiter und so fort. Siehst du das? Das läuft einfach. Das Spiel weiß einfach, das war ultra gemein zu mir im letzten Video und jetzt ist es einfach wieder sozial. Okay, ich benutze das jetzt einfach mal. Wehe, es zerstört mich, dann bin ich böse. Ah, sehr gut. Du hattest vollkommen recht. Sogar mit dem Secret Room? Ja. Würde ich sagen, gehen wir erstmal dahin. Ja, würde ich auch sagen. Denn wir haben jetzt tatsächlich Bomben bekommen durch den Battler. Was noch ein HP? Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was war das? Bitte? Und noch ein HP up. Das läuft ja jetzt allzu perfekt. Soll ich jetzt mal diesen Judgment-Typen rufen? Du Geld hast auf jeden Fall genug, ja. Weil jetzt kriege ich hoffentlich mein nächstes HP up. Ich kriege jetzt mal eine Tarot-Card. Okay, The World, sehr gut. Hatten wir zum Glück noch gar nicht. Ah, komm schon. Eine Leiter, immerhin. Immerhin. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich will mich nicht beschweren, ich will mich nicht beschweren. Nee, das ist ein gutes Item, wenn du es halt einfach mal so nebenbei kriegst. Also momentan läuft es wirklich sehr, sehr gut. Was ist dies? Und es geht. Wiggle Worms. Ob man das kombinieren kann, ist eine gute Frage. Schieß mal gerade. Nee, hat keinen Effekt auf Brimstone. Was sollte es machen? Also, was macht Wiggle Worm normalerweise? Also, angenommen, würdest du noch mit Tränen schießen, dann, würden die S-förmig. Durch die Gegend fliegen und du triffst vielleicht eher was, vielleicht auch nicht. Ein Traum. Gut, dass ich die Leiter habe. Jetzt hast du auch genug Bomben, ja. Das also läuft scheint doch einfach wunderbar gerade. Nehmt das, ihr kleinen Pisser. Das ist gerade so befriedigend. Und ein Schlüssel, sehr gut. Ich glaube, ich riskiere es mal in den Shop zu gehen, weil vielleicht gibt es was ultra Gutes. Hm. Ist das die Bibel? Nein, die Bibel ist braun. Was ist das? Lass mich überlegen, ein anderes Buch. Hahaha. Ich kann da wieder. Da muss ich nochmal spontan nachgucken. Das ist Book of Revelation, gibt dir ein Soul Heart. Okay, ist das nicht gut? Das ist eigentlich ganz. Schaden tut es nicht. Ist das nicht reusable? Also. Ja, das ist ja ein Spacebar-Item. Oh, das könnte gefährlich werden. Da muss ich aufpassen. Okay, ich gehe jetzt einfach raus, ohne was zu machen. Also ich grase jetzt einfach alle Räume ab in der Hoffnung, dass ich noch irgendwas Cooles finde. Weil man findet ja auch manchmal. Bitte? Ne, das ist ein Spacebar-Item, was dir immer ein Soul Heart gibt. Will ich das? Ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht, oder? Schlecht ist es auf gar keinen Fall. Weil dann benutze ich jetzt einfach jetzt und hoffe, dass ich sich früh charge und dann habe ich irgendwann diese ganze Bar voller Soul Hearts.
Benötigt allerdings einen Haufen Räume, bis das wieder aufgeladen ist. Nämlich 6 Stück. Aber das hat man ja relativ schnell. Ja. Wenn du dann noch die Batterie findest, ist das ziemlich stark, weil dann sparst du dir den einen oder anderen Raum. Hatte ich die Batterie schon mal? Ich glaube schon, also irgendwas sagt mir das. Ich glaube, wir haben mal drüber nachgedacht, die zu kaufen, aber haben es dann nicht getan oder irgendwie sowas. Okay. Okay. Ja, dann Boss-Time. Versus Pestilence. Der ist eigentlich ziemlich einfach. Der vergiftet den Boden ein bisschen und kotzt dich an und das war's eigentlich schon. Ja, und jetzt kann ich ihn schon nicht mehr erreichen. Mit Brimstone kann man alles erreichen. Ja. Spawnt er ernsthaft diese Charge-Maden? Nee, es waren die braven Maden, okay, die nur ein bisschen rumspucken. Dann will ich nichts gesagt haben. Brimstone, das beste Item im Universum. Sehr schön, der Cube of Meat. Und links ist so ein grauer Stein, ne? Ja, zum Glück haben wir jetzt die Bomben. Und wir kriegen eine Bombe und uns noch ein Soulheart. Ich sag's ja, läuft. Und wie? Und schon sind wir in der vierten Cave, beziehungsweise in dem vierten Dungeon-Ebene, Basement-Gedöns. Ich glaube, du hast Emerus Glück geerbt. Ja. Schlüssel. Tausche eine Bombe gegen einen Schlüssel. Macht Sinn. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass nur diese. Also wahrscheinlich könnte ich alle Steine da reinhauen. Das macht voll keinen Sinn. Ich merke es gerade erst. Ich bin so blöd. Ich bin so ultra dumm. Ah nein, ich musste wegspringen. Okay. Ich dachte schon, ich wäre ultra scheiße gewesen, weil ich. Du hättest es gar nicht versauen können. Ja, okay. Okay. Hahaha, Brimstone. Du magst das richtig, oder? Ich werde einfach kein. Okay, was ist das? Forever Alone, was? Eine Techfly, die ein bisschen Schaden macht den Gegner und in relativ weiter Entfernung zu dir um dich kreist und dich freut. Also deswegen Forever Alone? Ja. Okay. Sehr und du schönes... hast übrigens noch deine Tarotkarte, die ganze Welt aufdeckt. Ja, stimmt, mach ich einfach mal hier. Wobei, das war ziemlich blöd, weil ich schon wusste, wo der... Ah, egal. Ja, aber du weißt nicht, wo der Rest ist. Ah, ich könnte jetzt hier, glaube ich, was Cooles machen. Haha. Damit habt ihr nicht gerechnet. Wieso riskiere ich das Ding zu benutzen? Ich hätte nämlich Schiss, dass es irgendwas kaputt macht. Risiko lohnt sich meistens. Echt? Okay. Meistens. Bombs are key? Okay, ja, Bomben und Schlüssel sind tauscht. Dann machen wir mal den Miniboss kaputt. Was ist das? Envy? Der nervigste Miniboss überhaupt. Was macht der denn? Sterben. Das siehst du schon noch. Ich wollte gerade sagen, der macht ja nichts. Okay. I see what you did there. Ah, die Fliege hat's. Ich mache jetzt mal den Kleinen kaputt und damit ich hier ein bisschen Ruhe habe. Das ist schon mal eine ganz gute Idee, bevor man dann plötzlich 20 von diesen Kleinen hat und unmöglich ausweichen kann. Ja, aber das ging ja noch ganz gut. Super, ich kriege eine Bombe. Da hat sich der Kampf gelohnt. Gibt es irgendwie ein Item, das diese Charge-Time vom Brimstone ein bisschen runtersenkt? Ich glaube nicht. Weil ich habe manchmal immer noch das Gefühl, dass ich diese Zeit nicht richtig einschätzen kann. Oh Mann, Brimstone. Einfach alles dich. Kaputt machen. Ich weiß, das hätte ich auch mit jedem anderen Item geschafft. Okay, ich will einfach... Was ist das? Tammy's Hat? Was macht das? Das ist deine Katze. Und was kann die? Die, was kann denn diese blöde Katze nochmal? Ich benutze es. Okay, mach schon mal so ein... Weil ich will das Buch. Weil ich kann das Buch auch wieder benutzen, fällt mir ein. Ja, schießt 10 Projektile in einem Kreis um dich. Okay. Also gar nicht mal so gut. Eigentlich lohnt sich das nicht, ne? Nicht so wenig Geld. Du könntest höchstens in die Luft sprengen, dann kriegst du ja auch was. Ah, egal. Ich meine, so, ich schwimme ja nicht in Bomben. Noch okay, nicht? Okay, die halten relativ viel aus. Nicht. Du hast einen Brimstone, das ist alles egal. Ja. Easy Mode activated. Siehst du, ich bin wieder an der Wand hängen geblieben. So, komm schon. Ah, da sind Fliegen. Ja, du hast ihn jetzt so ein bisschen gestunt. Muss ich kurz warten, bis der sich wieder. Ja. Ich geh mal rein, guck, was es gibt. Lohnt sich nicht wirklich. Ja, lassen wir mal. Obwohl, es könnte Geld geben oder irgendwelche coolen Sachen, aber okay. Ja, bei einer goldenen Truhe hätte ich es noch eher zugestimmt, aber. Da habe ich noch nicht mal richtig reagiert. Nein, nein. Das Beste, was man mit Brimstone machen kann: Raum reingehen und erstmal direkt schießen. Scheißegal, was da ist.
Im besten Fall explodiert einfach alles. Genau, wie vorhin. Ah, ja, da können wir einfach durch. Schlüssel, sehr schön. Und noch ein Soul-Hard-Scheimer, das ich irgendwie übersehen habe. Also zusammen mit deinem Spacebar-Item sieht sehr gut aus gerade. Vor allem, was die Soul-Hards angeht. Ja, das stimmt. Oh, wieder diese Weichei-Kerne. Ja. Will ich hoch? Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich viel zu wenig. Aber du könntest dein Spacebar-Item benutzen. Stimmt. Und es lohnt sich nicht, in den Shop zu gehen. Ja. Ich meine, das wäre kein Geld. Kann ich noch mehr Herzen haben, als sie jetzt angezeigt werden? Das gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Oh, das ist jetzt gefährlich. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Fliege, geh da weg! Kackfliege. Ganz lustig, wenn deine Kackfliege jetzt diese ganzen Dinger in die Luft jagen würde. Kann ich noch irgendwas hier machen? Eigentlich nicht, ne? Dann kann ich ja besonnen zum Gegner gehen. Versus Fistula. Was für ein Name. Graf Fistula. Muss ich irgendwas beachten? Lass dich nicht treffen. Der ist so ein bisschen wie dieser Miniboss von vorhin. Oh, also der spaltet sich. Nein! Und dann kommt. Da kommen Maden raus! Ja, da kommen am Ende kleine Maden raus. Wieso müssen da Maden rauskommen? Um dich zu ärgern. Aber ist jetzt alles unter Kontrolle? Ja. Okay, jetzt gucken wir mal, kriegen wir mehr Health? Wir kriegen mehr Health, sehr gut. Dann gehen die blauen Soul Hearts leider weg. Und ein Teufelsraum. Oh. Aber da du schon Brimstone hast, gibt es da glaube ich nichts, was da wirklich was bringt. Was sind die anderen Sachen? Das eine ist ist der Pakt, auf Deutsch glaube ich, soweit da machst du halt mehr Schaden, aber ich glaube bei Brimstone bringt das eh nichts mehr. Will ich glaube ich nicht riskieren, weil ich habe gerade so viele Herzen. Und ich mache schon viel Schaden, ich glaube. Und wenn du dir diese gammelnde Katze da kaufst, dann hast du nur noch ein Herz, aber dafür 9 Leben. Okay. Aber da bin ich persönlich kein Freund von. Ich auch nicht. Das lassen wir gekonnt sein und machen weiter. Zweimal so ein Teufelsraum in einen Run? Ich wusste gar nicht, dass es geht. Vor allen Dingen, wir haben in anderen, wo wir das gebraucht hätten, keinen einzigen bekommen. Also ich glaube, das Glück vom letzten Run hat sich einfach hier auf diesen transferiert. Larry Juniors. Ein Witz. Ja, für Brimstone ist alles ein Witz. Wenn ich mir überlege, wie ultra lange ich im letzten Run für genau denselben Raum gebracht habe, da war ich, glaube ich, 5 Minuten drin. Wenn's reicht, ja. Oh fuck, okay. Da habe ich zu viel gehofft. Links aber, von dem aber du Raum siehst könnte die, der. Aber guck mal auf die Health Bar. Ich habe quasi Schaden bekommen, aber ich habe kein Leben verloren. Das heißt, diese blauen Herzen stacken, ohne dass man die sieht. Was hast du gesagt? Du wolltest irgendwas sagen. Der Secret Room könnte hier sein. Könnte. Also, ne, wenn du oben auf die Karte guckst. Okay, scheinbar haben wir noch super viele extra Leben, die wir gerade nicht erkennen können. Könntest du ja eigentlich noch eins holen, weil dein Item ist auch wieder aufgeladen. Ja, stimmt. Wieso müssen die immer in meinen Weg kommen? Aktivier es einfach, weil dann hast du schon wieder den Charge von dem Raum mit. Achso, das kommt immer, wenn ich Gegner besiege. Ich dachte immer, wenn ich reingehe. Wenn der Raum quasi fertig ist, den geräumt hat. Gut zu wissen. Keine Chance, mein Lieben. Keine Chance. Vor allem erinnere ich mich beim ersten Playthrough, wo ich dich gefragt habe, soll ich das Brimstone nehmen? Und du meintest, ja, vielleicht, ich weiß nicht. Okay, das könnte ein bisschen stressiger werden. Geh weg! Nee, in dem Moment hatte ich das Brimstone erst noch gar nicht erkannt. Okay. Und nicht gewusst, was das ist. Also mein Körper, meine Augen sind jetzt komplett fokussiert aufs Brimstone. Da ist der Boss, da wollen wir nicht hin. Aber ja, eventuell ist dann jetzt hier in der Mitte oben der Itemraum. Oben oder unten könnte er sein, muss aber nicht. Hier ist nichts drin, gehen wir mal hoch. Aber gehen wir einfach mal weiter. Ja. Geld und Bomben. Nehme ich dankend an. Bams. Oh, das wäre im letzten Playthrough die Hölle gewesen. Aber nicht hier. Denn, was habe ich? Richtig, den Brimstone. Das beste Item des Spiels. Ja, ich bin gerade wirklich Fan davon. Vor allen Dingen, es geht auch noch durch
Steine durch, also ich kann mir momentan nichts Schöneres vorstellen. Dein Item ist auch ganz wieder aufgeladen. The Stars, was macht The Stars? Das macht irgendwas ganz cooles. Ich glaube, es teleportiert dich zum Itemraum, oder? Sekunde. Ja, teleportiert dich zum Itemraum. Zu diesem Itemraum? Aber, ja, zu dem, in dem du gerade stehst. Okay. Deck of Cards, ein Space-Item. Das habe ich nachgelesen, das macht eine random Tarotkarte. Deswegen, ich benutze es einfach mal, weil ich das Book sowieso wieder nehme. Und kriege vielleicht... The World. Achso, ich habe es genommen, okay. Ja, ich nehme einfach The World. Lieber, das ist, glaube ich, besser, weil ich meine... Na komm. Ja, gut, wenn du Stars hast, kannst du dich halt direkt in der nächsten Ebene in den Itemraum teleportieren. Ja, passt schon. Also, ich werde wahrscheinlich sowieso rumlaufen, damit das Buch gecharged wird und ich unendlich viele Soul Hearts bekomme. Oh, noch ein Larry Jr. Zwei Larry Juniors. Ich glaub, du zwei hast Larry Jr. sofort tot. Und mal wieder eine Karte. The Hanged Man. Ja, brauchst du nicht, du hast die Leiter. Ja. Du hast natürlich recht. Genau, ich gehe einfach nochmal hier rein, weil ich Spaß am Töten habe. Achtung, Fliege. Ja. Meine Fliege war besser. So, was haben wir the da? The Hermit. Was macht The Hermit? Den hat man doch schon ein paar Mal. Stimmt. Der Hermit, ja, teleportiert dich zum Shop. Hm. Das könnte man tatsächlich, na wohl, du hast 13, also aus Spaß könnte man es einfach mal benutzen eigentlich. Ja, stimmt. Ja, aber ich gehe nochmal kurz in den Raum hier. Ja, dann willst du wahrscheinlich schon um vorm Shop stehen. Um die Vajajas hier zu töten. Das ist jetzt der offizielle Name. Nein, fuck. Oh, Vajajas. Schon lange her, seitdem ich Schaden genommen habe. Ich kenne das gar nicht. Ich habe wieder zu kurz gecharged. Gar nicht bis jetzt. Ja. Aber jetzt, wo du es sagst, die Ähnlichkeit ist doch verblüffend. Oh, fuck. Oh, da hätte ich stell dich einfach gefehlt. In die Mitte. Stell dich einfach in die Mitte auf dieses Ding. Stimmt, stimmt. Du hast die Leiter. Du hast vollkommen recht. Siehst du, und das macht eine Fliege, wenn du sie gelassen hättest. Ja, ich könnte jetzt quasi Q drücken, dann kommen wir in den Shop. Ohne ein oh, was? Ja, da das kann auch mal ein kleiner Boss drin sein. Okay. Von dem nicht treffen lassen, dann verlierst du nämlich Geld. Okay. Aber gut, mit Brimstone ist das ja alles kein Problem. So. Oder ich bekomme einfach unendlich viel Geld. Aber der Shop ist jetzt hier nicht drin, oder? Auf der Ebene nicht, nein. Schade. Okay. Okay. Dann halt nicht. Genau, The World, den wollten wir, glaube ich, behalten. Das andere war irgendein Bullshit, den wir nicht wollten. Hanged Man, genau, brauchen wir nicht. Jo, dann, bitte, verraten wir mit deinen... Nein, wir müssen noch zu den Secret-Raum. Ach so, oh, da gibt's auch wieder etliche, ja. Ich entweder tendiere, da oben. Tendiere hier. Traurig. Mal rechts. Ich würde sagen, der ist hier. Hier? Ich sag, der ist da. Natürlich. Wenn ich dich nicht hätte, noch mehr Geld. Ich freue mich schon auf den nächsten Shop, den wir besuchen. Mach's gut, gesichtsloser Mensch. Gibt's noch einen Raum? Nee, leider nicht. Nee. Weil dann könntest du dein Buch wieder aufladen. So, was haben wir da? Theoretisch hätte ich in diesen Duell-Mode versus War. Okay, muss ich da irgendwas beachten? Lass dich nicht treffen. Okay. Oh, okay. Der. Mit ein bisschen Glück kriegst du jetzt deinen zweiten Cube auf Meat. Oh, Control Bombs. Okay. Es ist vordefiniert, welche Items man von welchen Gegnern bekommt. Fuck, da. Diese ich nicht Cube, diese, ja. Die Fleischklumpen kriegst du, glaube ich, nur von diesen Reitern. Fuck. Oh. Die vier apokalyptischen Reiter. Okay, wieso weint der manchmal? Das ist Krieg, keine Ahnung. Freu dich. Ja, Cube of Meat. Nächsten. Ah, jetzt habe ich so ein nettes Gesicht dort. Und er schießt auch mit. Ja. Echt? Ah, tatsächlich. Sehr gut, weil das war halt, was ich ein bisschen vermisst habe, dass wenn ich charge, dass ich gar keinen Schaden mache. Und jetzt läuft es ja umso besser. Jetzt bist du wieder auf der Ebene von Mom. Und das in Rekordzeit, möchte ich mal sagen. Mom mag mich nicht. The World gleich benutzen. Stimmt. Also gleich nach dem Boss. Mini-Boss. Ah, jetzt schon mal ein bisschen was aus. Mach's gut. Stinky.
Ah, genau. Ah, okay. Gut zu wissen. Dann gehen wir erstmal nach oben hin. Item, Special Room. Ah, ja. Was, wieso drücke ich Leertaste? One-Up! Sehr gut. Werden wir wahrscheinlich nicht benutzen, aber es ist gut, immer eine Reserve zu haben. So. Und auch du, mach's gut, gesichtsloser. Ja, du könntest Kollege. In den Shop reinbomben auch. Ja, ach komm, nehmen wir den Weg, weil ich will sowieso. Hallo, Hassgegner. Ja, und dann hättest du den Schlüssel gespart und dafür halt eine Bombe geopfert. Ja, stimmt. Je nachdem, was dir halt wichtiger ist. Das stimmt. Das so. Direkt wieder. Déjà-vu. Ich hasse diese Viecher. Ja. Ich finde die unfassbar nervtötend. Ja. Aber es geht auch ganz gut. Ja. Ich kann vor allem immer schlecht einschätzen, wie viele noch da sind, weil es können ja auch theoretisch welche gerade weggespawnt sein. Nein, fuck. Wie gesagt, bei dem muss man sich wirklich ein bisschen konzentrieren, dann läuft's auch. Die sind relativ einfach, weil man kann die halt locken. Also wenn man in deren Sichtfeld reingeht, dann schließen die auf jeden Fall und dann bleiben die halt kurz stehen. Das kann man ausnutzen. Was ist das? Spacebar-Item verlangsamt Gegner für eine gewisse Zeit. Auf jeden Fall nicht nehmen. Geht mir hart an dem Arsch vorbei, um das auch schön mit schönem Deutsch zu sagen. Weil kriegen wir Bomben und dann kriegen wir irgendeine scheiß Tarotkarte. Joa, aber ich meine, fünf. Das ist ja ein richtig beschissener Itemraum. Shop, meine ich natürlich. Die Frage ist, will ich nochmal den Miniboss besiegen? Ich glaube, das will ich. Wenn schon, denn schon. Weil wenn wir schon mal da sind. Ja, damit chargen wir unser Buch und haben noch mehr Spaß mit dem Stone. Das wäre so hart ins Auge gegangen, hätte ich nicht diesen Brimstone. Also, ich kann es nicht oft genug sagen, wie happy ich bin. Ach, schon wieder diese verdammten... Vajajas. Das ist, das ist jetzt der Name. Ist so. Ja doch, ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass es eindeutig danach aussieht. Judgment, sehr gut. Benutze ich sofort. Und dein Buch kannst du auch benutzen. Ah, stimmt. Schlüssel, sehr gut. Ich freue mich. Na, komm schon. Gib mir irgendwas Cooles. Ja, du willst schon gleich mit dem Item rausrücken. Hoffentlich Health. Treasure Map. Was macht Treasure Map bitte? Ja, mein Gott, zeigt dir halt die Minimap. Und ich glaube, das immer oder so ähnlich. Okay. Also quasi The World. Oh, da habe ich nicht gesehen, dass diese Steine da oben noch schießen. Pride. Ja gut, Pride der sollte kein Problem sein. Ah, stimmt. Das ist der Bomben-Heini. Ja. Und der kann mir nichts entgegensetzen, Heini. The Moon! To the Moon! Der teleportiert dich zum Secret Room. Ich glaube, das will ich. Mit dem Moon to the Secret Room. Oh Gott. Ja, das war schlecht. Und du kriegst auch nur Müll gerade mal wieder. Ja, aber immerhin kriege ich was. Weil ich habe mir auch sagen lassen, dass die auch relativ gute Sachen manchmal spawnen lassen. Manchmal, ja. Weil ich meine, wofür soll ich das Geld sonst ausgeben? Aber übrigens, wenn du auf so einem Abgrund stehst, also auf der Leiter, können dich manche Gegner nicht mehr angreifen. Echt? Ja, vor allem die Nahkämpfer. Also die können die Leiter nicht benutzen? Ja. Okay. Pills eine hier. Pille. Benutze ich das? Will ich das? Oh, noch. Ich will schon sehen, was du davon hast. Ich probier's mal. Das wird... Wehe, ich wette, ich verliere jetzt einfach alles, was ich habe. Bad guess, okay. Passiert aber nichts. To the Moon. Also würde Gegner jetzt schaden, wenn welche da wären? Anschlüsse, nicht schlecht. Nichts. Ich glaube, ich lasse es gleich einfach. Zweimal nicht zu viel verschleudern. Zweimal also 15 würde ich auf jeden Fall noch behalten. Ich kriege jetzt einfach immer meinen Wetteinsatz zurück. Du kannst ja sogar einen Dollar gewinnen aus so einem Ding. Das wären dann halt 99 Pennies. Echt? Okay. Ja. Das wäre doch ganz cool. Weil damit würden wir auch Kane freispielen. Der 55 das stimmt, ja. Pennies braucht. Aber das droppt halt nicht sehr oft. Dafür hast du schon mal 100 Herzen, falls das irgendwas schief geht. 1 Million Herzen. Wieso sind die nicht blau? Das wäre ja viel schöner. Ah komm, ich verbrate jetzt nochmal mein Geld dafür. Wenn man schon mal da ist.
Bomben, okay. Weil diesen Dollar hätte ich jetzt schon gerne. Weil, oh, da kam eine Fliege raus, scheinbar. Ja, alles in Ordnung. Ja, komm schon, Dollar, Dollar, Dollar. Ich glaube, du wirst ja nicht kriegen. Ich glaube, ich auch nicht. Vielleicht mit dem letzten. Was passiert? Oh, das ist wahrscheinlich Gegner reingespawnt und meine Fliege. Eine Pille. Ja, die Pille wäre dann mal wieder der explosive Durchfall. Oh no. Oh fuck. Hast du jetzt genommen? Lauf weg, verdammt. Ja. Ich habe aus Versehen ein Item aufgenommen und das Ding noch gesprengt. Okay, das hätte besser ausgehen können, aber egal. Das war ein bisschen blöd gerade, ja. Ja, das stimmt. Aber egal, wir machen jetzt noch die anderen Räume, damit wir unser schönes Item chargen können. So, jetzt sind wir hier safe, dann können wir... Ja. Zwischen den beiden wäre noch ein Platz gewesen, wo keiner lang rollt. Aber jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren, ja. Solange du dich nicht total bescheuert anstellst. Wie viele Räume muss ich clearen, um sozusagen das Buch zu chargen? Sechs? Noch drei. Also ja, aber insgesamt sechs, oder? Ja. Okay, gut zu wissen. Oh, schwere Song. Gegner, potenziell, also. Aber nicht mit dem Brimstone. Um noch ein bisschen weiter zu schwärmen. Du kannst mal ein Video machen, in dem du stundenlang mit Brimstone im Kreis läufst. Ja. Und dich einfach nur freust und singst. Schalalalala, Brimstone. Brimstones, we're the Brimstones. Ich glaube, das war ein bisschen anders im Original. Meinst du? Es sollte aber Brimstones heißen. Brimstone sollte seine eigene Cartoon-Serie haben. Nein! Da habe ich nicht aufgepasst. Dafür ist dein Buch wieder da. Joa. Willst du jetzt noch alle Räume machen? Na gut, da muss ja eh lang. Ja, ist nicht so viel, ne? Und das ist ein grauer Stein? Ja, ich hab's gesehen. Sehr gut. Ah, sehr gut, sogar eine goldene Kiste. Mit The Hermit. Was war das nochmal? Du hast mir schon 10-mal erklärt, ich weiß, aber... The Hermit. Teleportiert mich in irgendeinen Raum. Zum Shop. Ja, scheiß drauf. Was gibt's hier? Ja, komm. Ah, Nickel. Hast gerade auch Glück gehabt, dass du das nicht getroffen hast. Ja. Genau, das habe ich auch gedacht. Nicht, dass das so geplant war. Diese gottverdammten. Fuck. Oh, okay. Das ist nochmal gut ausgegangen. Ja, du hast ja auch noch ein zweites Leben, also ja. Ich denke, du wirst hier noch ganz gut durchkommen. So, ich gehe jetzt nochmal runter, um den letzten Raum noch frei zu machen. Fuck. Ich kriege jetzt hier die ganze Zeit Schaden, scheiße. Ja, mein Gott, du hast trotzdem noch mehr als genug. Obwohl, das ist ja jetzt Marm, aber mit Brimstone geht das ja ganz gut. Ja. Haben wir ja beim letzten Mal gesehen. Stimmt, da habe ich noch nicht mal mitbekommen, wie schnell ich die besiegt habe. Oh, Isaac! Dein Vogel und deine krasse Fliege. Natürlich schieße ich in die falsche Richtung. Am besten natürlich, wenn du irgendwie den Fuß und noch irgendwie ein Auge oder sowas triffst. Ja. Wow. Nein, da habe ich nicht aufgepasst. Also wird jetzt so peinlich, wenn ich jetzt hier wirklich verliere. Ein bisschen, ja. Aber das soll es gewesen sein. Oh, Isaac. Und ich kriege einen Spoon. Super. Das geht verdammt schnell. Speed up. Ja. Scheiß drauf. Auf der nächsten Ebene kannst du dann direkt The Moon benutzen und dann ist im Secret Room. Secret Room. Falls es überhaupt einen gibt. Ich denke schon. Ich weiß nicht, es gab auch keinen richtigen Itemraum. Aber es gibt einen Secret Room. Es wird leider nicht angezeigt, wo der Boss Room ist, oder? Das finde ich gerade ein bisschen schade. Egal, benutzen wir mal, damit wir es benutzt bekommen. Das ist ja krass. Ganze 3 Pennies. Ja, besser als nichts. Oh, da war ein neuer Gegner und ich habe keine Ahnung, was er macht. Buddelt sich ein, springt ein bisschen rum und macht richtig schön viel Schaden. Okay.
Also jetzt wird es langsam auch mit Brimstone ein bisschen knifflig. Aber du machst das schon. Da habe ich vollstes Vertrauen für. Was? Was waren das für Augen, bitte? Dein Item ist auch fertig. Ah, stimmt. Sehr gut, danke. Ja gut, das sollte jetzt kein Problem darstellen. Ja. Vielleicht droppt noch was Schönes. Ja, in den Bossraum würde ich noch nicht unbedingt gehen. Ja, aber wenigstens wissen wir, wo der Bossraum ist. Ja, beziehungsweise viel mehr können wir auch hier nicht machen, oder? Also bevor wir riskieren, nochmal viel Heft zu verlieren. Ach, ich meine, das ist ja auch schon ein bisschen kniffliger. Überall Schüsse. Ja, dann geh halt zum Boss. Mit Brimstone würde das schon irgendwie werden. Ach, fuck. Stimmt, ich meine, genau auf der Ebene gab es ja eigentlich keinen Itemraum mehr, oder? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Sehr schön. Eine Kiste in der Kiste. Ja, ich würde einfach sagen, dann gehen wir einfach mal zum Boss. Schauen, was passiert. Wer kommt denn jetzt hier? Weil, wie gesagt, ich habe ja nur bis zu Marm das letzte Mal gespielt. Lass dich überraschen. Da gibt es schon noch ein paar Bossgegner, keine Sorge. Okay. Death. Sehr gut. Sehr gut. Sehr vielleicht gut. Droppt der noch so einen wunderbaren Fleischklumpen. Oh, WTF, WTF. Das ist ja wie in Castlevania. Hat der das gemacht? Ja, hat er. Ja. Ich hab schon mal. Fuck. Natürlich spawnt das in mir drin. Und Achtung in den Sensen. Ja. Aber der Tod, der ist halt ein bisschen anspruchsvoller. Ich merk's auch gerade. Jetzt ist sein scheiß Besen. Trackt er mich? Also weiß der Besen, wo ich bin? Nee, der rast einfach nur quer durch die Gegend. Ich merk's auch gerade. Da hat der Vogel ihn getötet. Ja. Sehr gut, da hast du ihn. Was macht er jetzt? Ah, der verfolgt mich? Nein. Was macht er? Der läuft jetzt. Der greift wahllos Gegner an. Ach so, also so wie der Vogel theoretisch. Ja. Okay, nur effektiver, der macht richtig schön viel Schaden. So, dann ist jetzt das hier, glaube ich, die letzte Ebene. Genau. Ich bleibe gespannt. Zumindest danach gäbe es dann, falls der Teufelraum aufgeht, könntest du dann tatsächlich noch eine Ebene spielen. Die Frage ist, das ist jetzt knifflig. Wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Also ich gehe, glaube ich, erstmal in Richtung Secret Room, weil das kann schon nicht verkehrt sein. Fuck. Okay. Ich merke gerade, die Gegner werden wesentlich stärker, denn die überleben einen Schuss vom Brimstone. Sonst wäre es ja langweilig. Wo sind die hin? Ah, okay. Die verstecken sich permanent. Und falls du noch so einen Fleischklumpen kriegst, wird dein kleiner Meatboy größer und stärker. Dann wird es zum richtigen Meatboy. Was sind das? Jip-Jips? Das sind Jip-Jips, ja. Das Problem ist, ich denke die ganze Zeit, dass der kleine Meatboy, der mich verfolgt, ein Gegner ist und ich bin total in Panik, lauf weg und denke, Scheiße, der verfolgt mich. Und schießt die ganze auf den. Das bringt dir nicht viel. Der ist auf deiner Seite. Was ist denn das? Es ist auf jeden Fall tot. Mehr interessiert mich nicht. Es ist tot. Spacebar. Sehr gut, danke. Ich hab's schon 10-mal vergessen. Ich merke gerade, der hat ein Forever-Lone-Gesicht. Forever-Lone-Fliege, Forever-Lone-Gesicht. Sei gegrüßt. Ich bin nicht Forever-Lone. Ich habe eine Fliege, ich habe einen Pilz, ich habe einen kleinen Sohn. Einen kleinen Sohn, ja. Den du großgezogen hast. Ah, du bist in der Kate-Raum. Ich glaube, da will ich hin. Theoretisch könnte ich hier Blut spenden für eine Münze und direkt das Health aufnehmen, oder? Ja, also es werden immer halbe Herzen gespendet. Ah, okay, sag das doch vorher. Ja, okay. Dann würde ich jetzt einfach mein Geld verschleudern, weil das ist sowieso der letzte Raum. Und am Ende finden wir dann doch noch irgendwas Wichtiges. Oh, 99 Dollar. Und Kane haben wir unlocked, sehr gut. Das heißt, jetzt kann ich erst recht mein ganzes Geld verschwenden. Vor allem, da du ziemlich viel davon hast. Ja. Natürlich kommt jetzt nur mehr Geld. Aber wenn du 99 hast, brauchst du nichts einsammeln, weil das bringt's dann eh nicht. Okay. Burp. Der soll mir ein bisschen Health droppen, damit ich hier in der Samenbank, sag ich mal. Wie viel Geld willst du denn noch haben? Was hast du denn am Ende davon? Weiß ich nicht, in der Samen. Ach, stimmt. Ne, aber ich habe mal gehört, dass das ein Blood Pack droppen kann und mir sozusagen mehr Health gibt. Ah ja. Siehst du, ich bin informiert. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Musst du mich jetzt so hier bloßstellen.
Ah, von dem gesamten Internet. Ah, guck mal, dreimal kann ich das Ding dann benutzen. Eins, zwei. Das frisst ein ganzes Herz, ne? Oh, krass. Das frisst doch ein ganzes Herz. Das heißt, du hast mich einfach dreist angelogen? Nee, normalerweise frisst das nur ein halbes. So. Das heißt, wir nehmen das. Nein! Das halbe auf. Aber ich glaube, das können wir uns fast schenken. Weil ich meine. Das kannst du jetzt stundenlang machen, ja. Du kannst auch alles wieder sagen, wenn du das hast. Wir haben die Trophy bekommen, wir haben Kane angelockt. Lucky Fruit appears in the base. So, die Frage ist, wo muss ich hin? Was denkst du? Ich glaube, ich muss wieder zurück. Und mich sozusagen nach unten hin vielleicht weiterentwickeln. Oder nach rechts? Ich glaube, nach rechts. Habe ich jetzt so ein bisschen. Oder nach links? Oder nach unten? Oder? Ich glaube, weiter nach rechts. Oh. Das große Gehirn ist nicht tragisch. Und dein kleiner Meatboy frisst ja eh alles auf. Irgendwie? Ja, der macht gerade irgendwie nichts. Also ist ungefähr genauso dumm wie der Vogel. Dämlich wie der Vogel. Aber wenn er mal was macht. Dann macht er es gut. Am Schluss ist er sehr gut. Ja, was wollte ich fragen? Genau, also manchmal merke ich, dass die. Was ist das denn? Ah, das ist der Bossraum, okay. Ja, wollen wir es trauen? Ich glaube, viel besser kann es bei mir nicht werden. Also jedenfalls auf der Ebene. Deswegen gehen wir rein. Ich weiß nicht, was kommt. Moms Herz. Moms Herz. Moms Heart. Mal gucken, was passiert. Ja, Brimstone draufhalten. Oh, fuck. Ich hasse ausweichen. Diese Augen auf jeden Fall wegmachen. Aber wie gesagt, mit Brimstone ist das alles kein Ding. Okay, ich glaube, das könnte einfach werden. Und ich meine, dein Super Meat Boy frisst ja auch. Knabbert ja fröhlich an ihrem Herzen. Okay. Oh, die Augen? Na, okay. Ich wollte gerade sagen, die Augen sind kritisch, aber das war gelogen. Ich habe den Brimstone-Faktor vergessen. Ich merke gerade, wie unecht viel Schaden die Fliege macht. Die hat ja gerade alles super schnell getötet. Die ist gut, ja. Wahrscheinlich hat auch das von Mom getötet, wo wir uns immer gefragt haben, warum das so schnell ging auf einmal. Ich muss gar nichts machen, ich könnte einfach nur rumstehen. Ich fand das auch gerade sehr schön aus, man hat den kleinen Kerl erst gar nicht gesehen und auf einmal explodiert irgendwas und er steht da in der Welle aus Blut. Ich find's wundervoll. Ja. Ah, Moms Herz greift jetzt auch endlich an. Gut zu wissen. Auch nett, dass der kleine Meatboy da stehen bleibt. Und da haben wir es geschafft. Da haben wir es geschafft. Und wir kriegen eine Kiste. Ja, und jetzt noch herzlichen Glückwunsch. Aber wenn es jetzt noch ein Teufelsraum da gewesen wäre, hätte es noch weiterspielen können. Wer denn? Also, habe ich jetzt was falsch gemacht? Nee. Und wir kriegen ein Fes, sehr gut. Was machen wir damit? Nichts? Okay. Das wird gleich da stehen. Okay, das können wir, glaube ich, abbrechen mit Leertaste. The Book of Berlioz appeared in the basement. Und you've unlocked Judas. Ah, der trägt so ein Face. The Razor has appeared in the basement, okay. Das heißt, wir haben hier quasi alle Charaktere jetzt freigespielt. Krass, ja. Mit dem zweiten Playthrough. Wir sind halt extrem gut. Okay, ja, das war doch mal spannend und wesentlich spaßiger als der Fail-Playthrough von eben. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen dann demnächst weiter mit Maggie. Nennen wir es Maggie. Und ja, dann bedanken wir uns schon mal fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es kommen noch viel, viel mehr Binding of Isaac-Videos. Deswegen freut euch, denn das Spiel ist schön und macht Spaß und wird gehypt von uns. Und ja, abschließende Worte. Brimstone kann alles. Brimstone kann alles, das ist ein Fakt. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hab's schon mal gesagt, macht nix. Deswegen macht's gut. Bis dann. Auf Wiedersehen.